Boah, was geht und herzliches Willkommen zu einer weiteren extravaganten Reaktionsfolge. Heute mal wieder auf das Video von Avirano, Mann. Junge, vor 16 Stunden TikToks schlimmste Feministin. I'm gespannt, how I like a Bogen, man. We go, Ryan. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Was geht ab, meine osmanischen Pfandflaschensammler? Ich hoffe, eure Schwester ist rasiert. Wir beginnen das Video direkt mit Lebenstipps von mir an euch. Ja, Arvin, was soll ich machen, wenn meine Freundin mir etwas verheimlicht? Nicht, dass ihr denkt, wir machen ihr Krankengeld. Bro. Vergewissere dich, dass es ihr gut geht. Danke, dass sie ihr Wissen mit mir teilen. Werde sie fesseln. Das würde ich jetzt noch jemand. Freut mich sehr. Mit Argumenten. Folgt mir auf Insta für mehr Tipps. Ja, ihr freut euch. Neues Video. Ich weiß, wie ist das. Ich muss mich heute aber wieder tatsächlich etwas beeilen. Ich bin mal da. Oh, Bruder, ich kenne das. Ich kenne das so gut. Auf einmal stapeln sich hier so viel so Dinger und immer fürs Video räume ich es eigentlich weg. Ich muss nämlich gleich noch meinen Koffer packen, ne? Ja, Leute, ich fliege in ein anderes Land. Keine Angst, ich wurde noch nicht abgeschoben, ja? So leicht wird Deutschland mich nicht los. Mit Entlassungspapieren und so, ganz schnell. Ihr dürft jetzt in den Kommentaren raten, wohin ich fliege. Wer richtig redet, darf meine Schwester kennenlernen. Nur Spaß, ja? Sonst entstehen wieder Missverständnisse, ne? So wie das eine Mal, wo ich mit meiner Familie ein neues Auto kaufen wollte. Bro, meine Cousine will ein X5, meine Schwester will ein 7er und ich will am liebsten einen 3er. Was für ein 3er willst du, Bro? Ja, mit beiden zusammen am besten. Ich werde auf jeden Fall cool Stories auf Instagram posten, deswegen folgt mir da. Ich fliege mit meinem Kollegen Erdo zusammen, ja. Wer ihn nicht kennt, er ist ein Dubai. Absoluter Tierfreund. Hier haben wir eine behinderte Wespe. Wie auch immer, ihr fragt euch jetzt sicherlich Arvin, mein Lieblings-YouTuber. Was ist denn das Thema des heutigen Videos? Passt auf, ich sag das zwar wirklich oft, ich glaube bei jedem einzelnen Video, aber dieses Mal müsst ihr euch wirklich anschnallen. Habt ihr mich verstanden? Haltet euch fest, schnallt euch an, lehnt euch zurück. Nein, lehnt euch vor. Heute beschäftigen wir uns mit Feminismus auf TikTok. Hast du schon mal eine heiße Frau gesehen, die Feministin ist? Nein, das siehst du, ich auch nicht. Denn nur unattraktive Frauen brauchen... Wetten? Das ist eine Reaction auf das Video. Ein Feminismus. Ja, es war so. Ey, ich sehe nichts, Bruder. Ich bin blind. Bei seinen Videos, ich bin blind. Um den guten alten... Klar, Feminismus kann sehr wichtig sein. Ich habe hier und da auch mal Gespräche mit Kollegen, wo ich das auch manchmal merke. Bro, wusstest du, dass weibliche Polizisten nur halb so oft schießen wie männliche? Krass, ja. Was denkst du denn, woran das liegen könnte? Ja, die haben dann wahrscheinlich eher weiße Ziele, oder? Richtig, und dann wundern die sich auch noch, dass sie schlechter bezahlt werden, ne? Aber im Großen und Ganzen würde ich nicht sagen, dass Frauen jetzt wirklich immer noch krass unterdrückt sind, oder? Also da, wo wir jetzt leben. Egal, scheiß drauf. Es wird sehr spannend, okay? So spannend, dass ich natürlich wie immer mal wieder erwähnen muss, dass es hierbei nicht darum geht, irgendeine Frau fertig zu machen. Ihr wisst, ich liebe Frauen, ja, auch wenn die sich in den meisten Fällen von mir distanzieren. Ich respektiere alle Frauen, ja? Vielleicht nur nicht vegane Frauen. Als Hühnchen habe ich hier so die Hähnchen-Innenfilets, also die gegenderten. Hühnchen-Innenfilets? Bro, was? Real Talk? Hühnchen-Innenfilets? Ey, das war Joke, Bruder, das war doch nicht ernst. Geht absolut gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir reden mal nicht lange drum rum und wir kommen direkt zum Video, okay? Los geht's. Also, auf euch rinnen die Ohlebirne. Ihr Video, was ich einblenden wollte, wurde gesperrt, deswegen spiele ich ihre Worte sinngemäß ab. Ja. Wahrscheinlich hat sie es auch selber gelöscht. Was erwarten eigentlich Männer, wenn sie zu Frauen sagen, ich würde dich niemals schlagen oder ich würde dich niemals vergewaltigen? Hey, ich verstehe auch nicht, warum Männer sowas sagen, ja? Tut's doch rein. So, Sir, wir hatten gerade einen Stromausfall. Ganz kurz, ohne Spaß, was ist das? Ja, natürlich, hier und da gab es bestimmt mal Typen, die das in irgendeinem Kontext mal gesagt haben. Digga, was haben jetzt irgendwie so voll viele Männer, wenn die so eine Frau kennenlernen, so das erste... Genau, das ist es, Digga, als ob das so das, als ob das so die Frage ist, die jeder fragen würde oder die jeder sagen würde. So, ja, ich würde dich halt niemals, ich sag das jetzt nicht, weil sonst Video Geld... Was ist, wie gesagt, ey, das, damit du Bescheid weißt, ich würde dich niemals schlagen oder so, hä? Aber wem mache ich hier was vor, ja, auch ich hatte bei dem Thema auch mal Missverständnisse. Mal wegen, gestern Nacht nochmal, ne? Ist, glaube ich, selbstverständlich, dass ich dich nur schlagen würde, wenn es dir gefällt, ja, also... Auch gerne mal ein bisschen härter, wenn du es geil findest, ne? Wir müssen ich bin der Opa deiner Ex-Freundin. Ja. Verfickte Jetzt hör mal zu, du kleiner Hund. Bruder, diese Videos sind so ehrenlos, aber die sind halt auch so gut gemacht. Ja, Gott, Werte. Ich habe mit 13 schon angefangen, deutlich ältere Typen zu daten und bitte mach das nicht. Mit Dating-Apps runtergeladen, die ja eigentlich erst ab 18 Digga, sind. Digga, das ist so schlimm, dazu will ich mich auch mal ganz kurz äußern. Bei Dating-Apps gibt es tatsächlich auch solche Leute, ne, die dann so ihren Namen hinschreiben. Zum Beispiel so Frederike, ja, und dann steht halt unten so 18, weil Dating-Apps sind ja offensichtlich ab 18 und dann schreiben die so in Frederike 16. Und dann denke ich mir so, Digga, geh bitte Playmobil noch spielen oder so. Mit 16, Bruder. Okay, mit 16. Mit 16 habe ich GTA gespielt. Tag und Nacht, Junge. Weißt du, wie ich meine? Geil, Digga. War vielleicht jetzt auch nicht so das Richtige. Aber ich habe meine Zeit nicht auf Dating-Apps verschwendet.
Aber ich habe halt einfach mein Geburtsdatum gefälscht und habe so diese Typen kennengelernt. Hey, ich kenne das, ja. Ich wollte damals auch immer auf Dating-Apps und habe dann mein Alter immer gefälscht. Irgendwann hat mich die App aber dann gesperrt, weil die meine Masche einfach entdeckt haben. Ich weiß nicht so, angeblich sah ich letztes Jahr nicht aus wie 16. Bang, badang, badang, dang, dang, digi. Aber krass, ey, ihr müsst mal daran denken, wie kaputt ist eigentlich unsere Gesellschaft, dass Minderjährige ihr Alter faken, um Dating-Apps zu... No joke. ...nutzen. Wo sind wir bitte angekommen? Ich weiß doch, wie ich reagiert habe. Vor allem mit 13. Bruder, mit 13. Versteh mich nicht falsch, mit 13, da war ich Real Talk mit... Da war ich in der 6. Klasse und da habe ich Erdkundehausaufgaben gemacht. Als mein 8-jähriger Bruder mir erzählt hat, dass er jetzt mit Mädchen aus seiner Klasse flirtet. Haltet euch fern von meinem Revier. Schauen wir einfach mal. Schauen wir weiter. Ich war jung und naiv, ich war ein Teenager. Ich habe nach Zuneigung und Liebe gesucht, allerdings an dem falschen Ort, aber das wusste ich damals nicht. Der älteste Typ, den ich gedatet habe, war so 23. Ja, okay, das ist schon absolut krank. Ne? Das ist heftig, Bruder. Mit 13, 23, das sind 10 Jahre Unterschied. Das ist, Bruder. Ach, was denkt sich denn der 23-Jährige, der sich eine 13-Jährige klärt? 20-Jähriger mit einer 14-Jährigen trifft. Wenn ich diesen Typen in die Finger bekommen würde, ne, glaub mir, ich persönlich, ich würde mir dieses unreife Arschloch persönlich vornehmen. Also nicht wortwörtlich. Oh, sorry, das Internet war aus. Jedenfalls, ich persönlich, ich halte mich eher so fern von so Dating-Apps und so. Ich persönlich, ich lasse die Liebe auf mich zukommen, ja. Wenn die Liebe es will, dann kommt sie. Was für ein Dreier willst du, Bro? Ja, mit beiden zusammen am besten. Aber ich check auch, wie gesagt, wirklich nicht, was das für eine Generation ist, in der wir leben. Sie war 13, wollte Zuneigung und holt sich eine Dating-App. Ja, was soll ich sagen? Das ist es, ne? Mit 13, Bruder. Mit 13, da habe ich mir, glaube ich, die erste PlayStation 4... Nee, das... Doch, PlayStation 4. Mit 13, glaube ich, habe ich mir PlayStation 4 gekauft. Da habe ich FIFA 16 gespielt. Glaube ich mal, ich weiß nicht, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie FIFA gespielt und Formel 1 und das war so meine Zeit, weißt du? Da siehst du einfach, wie manche Menschen mit 13 so ihr Leben verbracht haben. Manche haben mit 13, oh Alter, wohin guckt die Mutter? Sorry, wenn ich das so sage, aber wohin guckt die Mutter? Also wenn ich jetzt mit 13 gesagt hätte, ja, ich treffe mich jetzt mit jemandem, meine Mutter gesagt, nein. Unsere Generation ist einfach kaputt, ja, ich persönlich habe schon längst aufgegeben, ne? Wisst ihr, was bei mir bei Dates immer schief läuft? Ja? Ja? Hoffentlich. Wissen Sie das? Frauen sich nicht ihre Gesichtsbehaarung entfernen, sondern andernfalls enden sie im Höllenfeuer. Männer mögen keine Frauen. Auch wenn sie auf Frauen stehen, sie mögen keine Frauen. Das Einzige, was Männer mögen, ist die Aufmerksamkeit anderer Männer und die Validierung anderer Männer. Alles klar. Validierung, Bruder, Alter. Was ist denn Validierung überhaupt? Natürlich kann man das so einfach sagen, ja, genau so ist es. Warum sollte man auch nicht alle über einen Kamm scheren, ja? Guck mal, pass auf, solche Frauen bezeichnen sich als Feministin und wundern sich dann, dass der Feminismus so krass in den Dreck gezogen wird. Was ist das bitte für eine Einstellung? Ja, Leute, alle Männer mögen Frauen nicht. Du denkst dir, ist gar nicht so böse gemeint, ne? Aber du denkst dir legit so, okay, welcher Haarausfall, Mehmet, hat dir das Herz gebrochen? Ohne Witz. No joke, eigentlich schon. Jetzt ohne Spaß, ne? Passt auf, der Unterschied ist, dass sie hier gerade von keinem als Männerhasserin abgestempelt wird. Jetzt dreht das aber mal um. Stellt euch vor, es wäre ein Typ, der genau das gleiche so in Bezug auf Frauen gesagt hätte. Direkt heißt es frauenfeindlich, Incel, Misogynie, kranke Gesellschaft, Digga. Aber was will man machen? Es ist, wie es ist. Ich liebe trotzdem alle Frauen, ja? Auch die, die jetzt nicht gerade so die Schlauesten sind. Ich weiß, es gibt viel schlimmere Frauen, ja? Stellt euch vor, es gibt Frauen, die kommen zu euch nach Hause und klauen euch eure Töpfe. Bilder, wir können schwarz auf weiß belegen, dass meine... Ich habe gerade erfahren, dass Stephen Hawking damals seiner Frau fremdgegangen ist. Bruder, was? Was hat das jetzt damit zu tun? Ehrlich zu sein, war das wirklich der letzte Beweis dafür, den ich gebraucht habe, um daran zu glauben, dass wirklich alle Männer gleich sind? Stark. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall. Ja, Bro, Albert Einstein, Digga, der wahrscheinlich Mozart, ja. Im Hardcore-Modus gespielt, ne? Aber er ist trotzdem fremdgegangen. Mein Bruder hat ganzes Setup um sich rum gehabt, was ihn davon abhalten sollte. Und trotzdem hat er sich nicht lumpen lassen. Ey, Bro, sei mal ehrlich, was denkst du, gehen alle Männer fremd? So wie du aussiehst, gehst du wenn überhaupt mit anderen Männern fremd. Ach krass, deine Schwester war ein Mann? Nein, aber dein. Ich weiß. Was? Wenn es nicht alle Männer sind, warum darf deine Tochter dann keinen Freund haben, bis sie 30 ist? Wenn es nicht alle Männer sind... Was? Ich hab's gerade gar nicht gecheckt. Warum darf deine Tochter dann... Warte mal, was? Wenn alle Männer... Wenn es nicht alle Männer sind, warum darf deine Tochter dann keinen Freund haben, bis sie 30 ist? Hä, Bro? Was?
Wenn es nicht alle Männer sind, warum darf deine Schwester dann keinen Freund haben, bevor du ihren Freund nicht irgendwie ein... Okay, ich frage mich immer, was solche Menschen jetzt erwarten. Ja, okay, wir Männer sind alle scheiße. Wir sind alle Müll, ohne uns wäre die Welt viel besser, okay. Ich finde es immer richtig witzig, wenn sich so Frauen darüber beschweren. Guck mal, sie sitzt hier gerade in einem Raum, der komplett von Männern gebaut wurde. Sie braucht sich nur einmal umzugucken. Das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, also aus Spaß halt so. Aber er hat es jetzt gesagt, ey... Ey, er sagt dich ich. Alles, was sie um sich hat, ne, ihre Wände, ihr Haus, in dem sie lebt, der Strom, den sie nutzt, die Straßen draußen, die Infrastruktur, alles von Männern gebaut. Wir Männer sind dafür verantwortlich, dass sie überhaupt das Privileg hat, sich über uns zu beschweren. An der Stelle, ich will einfach mal Werbung für mein eigenes Parfüm machen, ne, das ist das einzige Sinnvolle jetzt. Wenn ihr riechen wollt wie ein König, dann gönnt euch jetzt das Amora Vanity, ja. Wir haben 30% Ölanteil, das Extrade Parfüm, das hält extrem lange und wir haben auch noch andere Duftzwillinge in unserem Shop. Wer aus Berlin kommt, kann sich die Düfte auch bei meinem Friseur holen, Innsbrucker Straße 8. Geil. 20, gönnt euch. Nicht generalisieren darf und nicht alle Männer über einen Kamm scheren darf, in eine Schublade stecken darf. Warum macht ihr dann nicht dasselbe und warum lasst ihr die Männer nicht in die Nähe eurer weiblichen Verwandten? Wer sagt, ich lasse andere Männer... Was? Digga, es ist so dumm. Ja, Real Talk, so wie er gesagt hat, die ballert alles einfach... Die sagt, alle sind so. Was hat das damit zu tun, dass meine Tochter ihren ersten Freund mit 30 haben darf? Hä? Bro, WTF, ich verstehe das nicht mal. Wirklich, ich muss mir das nochmal geben. Über einen Kamm scheren darf, in eine Schublade stecken darf. Warum macht ihr dann nicht dasselbe und warum lasst ihr die Männer nicht in die Nähe eurer weiblichen Verwandten? Männer und weibliche Verwandten? Ja gut, ich habe keine Schwester, Bruder, ich kann das nicht sagen, aber ich glaube, wenn ich eine Schwester hätte, dann wäre das doch ihr Problem. Also, wisst ihr, wie ich meine? Sagt, ich lasse andere Männer nicht in die Nähe meiner weiblichen Verwandten. Bro, wenn einer von meinen Jungs meine Cousine heiratet... Jackpot, Digga. Also, er darf von mir aus sogar die Frau, mit der er Unzucht begangen hat, und diese kleine Tochter kann er auch noch halten. Meine Damen und Herren, das war heute mal wieder wirklich viel zu viel. Das ist tatsächlich wieder das. Aber no joke, Digga, was war das bitte für eine Feministin, beziehungsweise was war das für ein TikTok-Video von der WTF? Das ist mal seit langem, dass wir wirklich auf jemanden reagieren, der wirklich viel Scheiße gelabert hat. Ja, no joke. Wenn ihr wollt, dass Frauen noch schlechter bezahlt werden, dann lasst jetzt unbedingt ein Like da. Kommentiert mit eurem Lieblingsalter bei Frauen, zweistellig akzeptiere ich nicht. Ansonsten, ja, kauft mein Parfüm, Dankeschön für euren Support, ich liebe euch, bleibt aktiv. Die wird das, wenn ihr dieses Video sieht, die wird den so tothaten, Digga, weil die wird nicht drauf klarkommen, dass ihr das so als Satire meint. Passt auf euch auf, grüßt eure Tante von mir und vergesst niemals. Nackte Schwänze, Leute. Und nächstes Mal einschalten, da gibt's wieder richtig Feuer, richtig Fleisch, aber ich bin so weit, ich hörte, wie ich zum Grillen auch so ein Stück weit heutzutage mit dazu, ne? Oh Mann, ey, das Video war geil, das Video war wirklich geil, aber die war ja, also was ist das? Was ist das, Digga?